Und es geht weiter mit einem MK, der im Schrank hockt. Weil irgendwas da war. Oh Mann. Eigentlich fühle ich mich hier sicher. Ich will eigentlich nicht wissen, was da jetzt ist. Oh je. Die Tür ist offen jetzt. Okay. Ist Licht immer noch mein Freund? Scheint wohl so. Ich stehe im Schrank. Wo muss ich eigentlich wieder hin? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo kam ich denn her? Ich glaube von da, oder? Sie rührt sich nicht. Nee, von hier kam ich nicht. Hä, von wo kam ich denn? Ich weiß es ernsthaft nicht mehr. Da hinten war was. Komm ich daher? Ich will doch eigentlich da nicht hinterher, oder? Aber hier komme ich her. Oh mein Gott. Und wo genau kam ich? Von hier hinten? Ja. Eingangshalle. Puh. Ach, sorry, falls es vielleicht hakt oder so. Ich habe vergessen, die Frames per Second, die aufgenommen werden, umzustellen. Ach du Scheiße. Wie geht? Ach, da nicht drauf latschen. Da unten liegt eine Thunderbox. Was geht hier eigentlich vor sich? Dass hier auch immer solche organischen Sachen sind. So, was habe ich denn eigentlich eingesammelt gehabt? Weinkeller. Okay, wo war der Weinkeller? Das war die Raffinerie, stimmt? Raffinerie, stimmt's. Weinkeller klingt schon nicht so nett. Aber es klingt nach dem Gebiet, wo ich in der Demo schon mal war. Labor. Also noch weiter nach unten. Da. Verwende Schlüssel um... Und wie verwende ich den jetzt? Ah. Die Wüstendünen waren wie Wellen auf ruhiger See. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft still zu stehen. Im Lager jedoch bewegten sich die Hügel. Oh, ah, ich habe den letzten Ladetext nicht vorgelesen. Ah. Kann es sein, dass der sich im Licht besser wohlfühlt? Und sonst so Zuckungen hat? Ich muss hier Licht machen irgendwo. Oh Gott. Where did the Baron go? Who cares?
Achtung, wenn du im Dunkeln wirst. Ah. Jetzt habe ich das verstanden. Jetzt steht das da auch. Geistiger Zustand, leichte Kopfschmerzen. Ich brauche irgendwo eine Lichtquelle, die ich anzünden kann. Aber irgendwie gibt es hier gerade keine. Was haben wir hier? Ach du Scheiße, ist das hier dunkel. Ratten. Ja, ich weiß, dass mein Öl ziemlich leer geht. Ah, jetzt kann ich da einmal im Kreis gehen. So, da unten haben wir Zunderbüchse. Sonst noch nichts. The flicker, the bluish light. Ah, doch da. Opiment. Was brauche ich denn alles? AJ. Mementos. Vier Chemikalien. Eine habe ich. Da steht eine Zunderbüchse. Machen wir das nochmal voller wieder. So, steht hier noch mehr rum? Anscheinend nicht. Gucken wir mal weiter. Moment mal, haben wir da eine Karte? Ah, cool. Was haben wir hier? Noch eine Chemikalie. Die Tür fällt zu. Ja, toll. Haben wir hier noch irgendwas? Ich möchte einen Hammer mitnehmen als Waffe. Aber irgendwie... wird es bei dem Spiel hier nicht so sein. Wenn schon in Penumbra nicht mehr so war, ab Black Plate. So, zentral Licht anmachen. Boah, ist das dunkel hier. Zunderbüchse. Zunderbüchse. Ah. Es gibt sogar Fässer mit Öl. Oh, da liegt sie. Oh. Und jetzt? Jetzt muss ich einen anderen Weg hier rausfinden, oder wie? Toll. Ich sehe hier aber auch nichts weiter. Ach, doch da hinter dem Schrank. Oder nee. Hä? Das Seil kann ich auch nicht nehmen. Was muss ich denn hier machen? Ah, ich kann das wieder aufschieben. Gut. So. Ich weiß, dass ich mein Öl eigentlich ziemlich verschwende. Aber das ist mir jetzt sowas von egal.
eigentlich. Geh weg da. Achso, die geht nach innen auf, stimmt. So, der Balken ist schon mal weg. So. Blut. Bleibt hier nur noch der Raum hier. Oh Gott. Haben wir hier irgendwas? What's happening? Oh, it feels like my chest is going to burst. My God, Wilhelm, do something! Accept it. We're not getting out of here. How can you say that? Alexander, you piece of shit! Let us out of here! Okay, was haben wir hier noch? Da haben wir nichts drin, da haben wir nichts drin. Auch nichts. Zunderbüchse? Na lecker! Oh, ein Schreiben und Königswasser. Mein Name ist Willem. Haus... Was? Mein Name ist Willem, Haus Gehrig. Dies sind meine letzten Worte, mein Geständnis und mein Testament. Vor 2 Jahren wurde ich zum Schloss Brennenburg beordert. Wie die meisten Aristokraten war ich neugierig zu erfahren, was der Ritter des Ordens wohl von mir wollte und nahm die Einladung an. Der Baron war freundlich und machte mir einen Vorschlag. By the way, wer das nicht hören will, kann jetzt schon den Part beenden. Es dämmert mir, dass sich einen schmutzigen Vertrag handelte und dass die Wahl des Barons wegen meiner Dummheit und nicht wegen meiner ehrenhaften Handels als Soldat in der Vergangenheit auf mich fiel. Ich sollte, wann immer er es mir befahl und ohne Fragen zu stellen, gesunde Menschen entführen. Im Gegensatz würde er ein sehr gutes Wort an Königshof für mich einlegen, was meine Position in der adeligen Gesellschaft verbessern würde. An dieser Stelle möchte ich deutlich machen, dass mir die Entscheidung nicht leicht fiel, aber schließlich nahm ich das Angebot zurück, rückhaltlos an. Von diesem Tag an brachte ich Männer, Frauen und Kinder auf Schloss Brennenburg. Ich kann mich nicht an die Zahlen erinnern, aber es waren viele. Vielleicht sogar 100. Von ihnen wurde nie wieder etwas gesehen oder gehört. Heute Abend lud der Baron mich und meine Männer in den Weinkeller ein, um unsere Arbeit zu feiern. Ich war etwas misstrauisch, als wir die Treppe hinabstiegen, aber er bestand darauf und wir stießen in einem Trinkspruch auf uns an. Der Wein schmeckte gut und meine Männer tranken ohne Scheu. Und so beginnt die Strafe für unsere Sünden. Der Baron hat uns eingesperrt und ist nach oben gegangen. Ich bitte um Vergebung für das, was ich getan habe. Ich war schwach und verfiel seinen teuflischen Plänen. Meine Männer schrien, ihre Haut wurde von ihren eigenen gebrochenen Knochen durchbohrt. Ich fühle, wie sich mein Körperinneres gegen seine gottgegebene Natur auflehnt. Blut fließt aus meinen Augen und ich kann nicht länger... Und da war er tot. Gut. Und ohne Licht geht's hier beim nächsten Mal weiter. Und bis dahin, ich bin MK Indiana Jones.